Hier ist ein AT-ST! Und? Der ist groß. So, erstmal moin Leute. Willkommen zurück. Ich denke mal, das war jetzt genug Aufnahme für ein Dings. Und jetzt kommt die zweite Folge, whatever, dritte. Okay, ich weiß es nicht. Okay, das ist definitiv viel zu leise. Ja, du kannst dich auf Discord einfach höher pegeln, ne? Ja, ich. Linsenverzerrung finde ich cool. Auflösungsskala würde ich so lassen. Das lohnt sich, wenn man so 4K-Bildschirme hat oder so. Ich habe dich jetzt auf 200% und es ist einfach gar nicht lauter geworden. Ich würde mal sagen, Grafikqualität auf Auto. Ey, du bist noch viel zu leise, Alter. What the fuck? Mach mich mit Discord einfach lauter. Dann mach Battlefront leiser. Nein, ich hab dich auf Discord schon auf 200%. Ja, dann mach das Spiel leiser. Ah ne, jetzt geht's. Ich musste dich auf Full machen bei Desktop-Audio. ich mach alles mal auf hoch. Video. Ah ne, so Rutschfilterung habe ich immer aus bei jedem Spiel. Ich mag den nicht. Übrigens, ich habe Tritanopie ein bei Farbenblind-Einstellung. Geh mal auf Tritanopie, da ist das nicht mal so gelb, so eklig gelb, das ist dann so schön. Nee, ich mag das Gelbe, mag ich lieber. Das Gelbe mag ich aber lieber, muss ich sagen. Ist ja so kein deutscher Tritanopie, ist so richtig so türkis, ist auch geil. Tritanopie ist auch immer alles schön rot und nicht gelb. Oh, wir müssen schnell anfangen, der Druide. Der Mac hat mich hier schon im Stadtbildschirm an, dass wir anfangen sollen. Let's go. Der Druide im Stadtbildschirm. Perfekt. Der mich gerade so komisch angeguckt hat zum roten Ich nehme jetzt auch auf, ne? Also, ja. Achso, genau. Randoms nimmt auch auf. Das heißt, jetzt können wir die Best Moments und Best Fails von dir noch reingeschnitten sehen. Yay, wuhu. Du machst dir damit die Arbeit nur so, ne? Das ist nicht das Problem. Ich hab Zeit. Ich habe jetzt auch, by the way, ich habe jetzt keinen festen Aufnahmeplan mehr. Ich mache jetzt einfach jeden Tag ein Video, je nachdem, was ich gerade Bock habe zu schneiden und hochzuladen, weißt du? Ja. Ja. Vielleicht lade ich das da auch hoch. Du kannst jetzt auch, Renaissance auf YouTube-Kanal, den habe ich auch in der Beschreibung verlinkt, wenn ich dann gedacht habe. Oh, das kenne ich nicht. Kloss. Die Klolande. Doch, die Klolande. Ja, klar. Schließe dich einem Trupp aus vielen. Oh, das habe ich schon mal vorgelesen. Habe ich schon ganz am Anfang. Ne, das habe ich ohne Aufnahme vorgelesen. Schließe dich einem. Och, Mann, Dreck, schwer. Minigun. Let's fricking go! Nein, nicht Fähigkeit anzeigen. Starten. Es gibt kein Aussehen dafür. Man kann auch andere Waffen noch ausrüsten, ne? Aber. Ja, über Meilensteine erhältlich. Ja, da musst du erstmal ein bisschen was spielen noch. Ah, die haben höhere Feuerraten und andere Stats und so. Ja, ich hab... T21 kenne ich noch von Star Wars Legion. Das ist so ein Tabletop-Spiel. Ja. Das ist eine richtig geile Waffe für Strandtruppen. Ich weiß, die benutze ich auch bei Heavy. Die hat halt richtig low Feuerrate, aber der Schaden ist so geil. Ja. Fühlt sich wie Sniper mitgefühlt. Also bei Star Wars Legion ist die ganz gut gegen Panzer immer. Weil du kannst ja Panzer spielen und so. Und ich hab da sogar noch so einen Salvenmodus. Und noch ein Visier. Also Q ist fast immer Granaten, E ist meistens Schnellfeuer und F ist immer irgendwas Defense-mäßiges, ne? Weil ich es gerafft habe. Also ich hab E, Q, 9. Ich hab Q, E, F. Ja gut, ich hab's umgeändert, weil... Ich nehm Minigun. Hab ihn. Ja, ich mache gar nicht. Ich seh die Gegner nicht. Hier ist ein Blatt in meinem Gesicht. Ich muss sagen, ich spiele jetzt in Third Person. Ich mag Third Person, mag ich doch irgendwie lieber. Eigentlich bei Shooter nicht, aber hier fühle ich es irgendwie mehr. Ich finde beides gut. Ja, ich also auch, ich aber. Generell so mag ich es lieber irgendwie. Was bringt das, wenn ich das. Ich kann mit rechts das Ding so drehen auch. Lol, die kenne ich, die Map. Ich erinnere mich noch, ich habe die einmal im Online-Unterricht gezockt. Also noch im Sommer. Ja. Wir hoffen, dass der Klinger das nicht sieht hier, ne? Nee, das war im Online-Unterricht im Sommer, da war ich ja noch nicht hier. Ach so, ja.
Sind sie noch da? Das war lustig. Das war echt lustig. Die Map ist echt cool eigentlich. Hier ist wer? Hier ist Alusvi Mumut oder so. Ich schmeiß eine Granate auf die. Ich auch. Ich hab sie. Nee, ich hab die andere geholt. Aus Versehen. Hilfe. Achso, ich hab ein Schild. Ja, true. Oh, was? Du bist der? Bist du der Assist Trooper? Ja. Oh, nice. Ich bin Zweiter. Lol. Ich bin gar nicht so bad in dem Game momentan, also gegen die KI. Ja, ja. Ich dachte immer, man müsste so, keine Ahnung, so zum Beispiel wie in Minecraft, wenn man es neu spielt, ist absolut weird. Aber ich hab null Shooter-Erfahrung, ne? Der einzige, ich mache jetzt in Anführungszeichen Shooter, den ich jemals im Leben gespielt habe, war Fortnite. Ach du Scheiße. Ey, soll ich mal Offizier spielen? Offizier ist gut, wenn du Leute unterstützen willst. Okay, ich spiele Zilf-Tuber, Leo. Zilf-Tuber habe ich letztens so heftig wegrasiert. Ich hatte, Leute, ist geil. In der letzten Folge hatte ich mit dem Zilf-Tuber hier eine 25er Killstreak. 25 Kills hintereinander. Du sagst letzte Folge, obwohl es vor 5 Minuten war. Es war die letzte Folge. Das war letzte Folge, das können die Leute bestätigen. Ja, genau. Die Leute vor allem. Welche Leute? Die zwei Leute, die deine Videos sehen. Hä, ja, chill. Ich habe schon ein paar mehr aufgeführt im Schnitt. Ich muss mal gucken, wie Battlefront. Ich denke mal, Battlefront kommt auch relativ gut an bei Leuten. Das ist so. Das ist ein cooles Spiel. Ja. Okay, nice. Also, chill mal auf die ganzen Minecraft-Tutorials und so habe ich mal so 30 Aufrufe. Und sonst die Standard-Let's Plays eigentlich mal so 5 bis 10, manchmal auch 15. Also. Stabil. Sind das eigentlich auch Leute, die du nicht kennst oder nur Leute, die du kennst? Das sind zu 90% Leute, die ich nicht kenne. Perfekt. Also ich nehme meine Großeltern, die meinten, die gucken auch jeden Tag immer rein. Also das finde ich ehrenlos von den Großeltern, weil warum? Dann will man... Hier ist ein ATS-D! Und? Der ist groß. Warum haben die den? Nein, der ist von den Gegnern, ein ATS-D. Ja, warum haben die den? Habe ich doch gesagt. Ich würde sagen, ich rasiere den mal kurz weg, ne? Der ist gleich tot. Ja, ich bin tot. Hab ihn! Hab den ATSD. Einfach. Ich hab den ATSD einfach geholt. Ja, die sind fast ganz so alleine einfach. Moin, ich bin da, komm. Moin. Wir gehen auf B. Okay, let's go! Ich folge dir. Piu! Hä? Hilfe! Race hinter mir! Race direkt hinter dir! Ich hab's gemerkt, schon allein in der Fähigkeit. Ich spiel Kylo Ren jetzt, ne? Ja, was macht die? Ich kann Kylo Ren zwar nicht gut spielen, aber der bockt halt. Ah, da ist ein Machtsprung, da denke ich nie dran. Ja moin, Race tot. Ah, da ist hier ist Captain Fassen mal bei mir. Das ist ein ATST. Ich hol den. Nice. Warte, ich wurde platt getrampelt von ihm. Beim Laufen macht er einfach Schaden. Ich weiß. Das wusste ich nicht. Ja, one-hitted. Ja, das habe ich gemerkt. Ich gebe jetzt einen schweren Truppler hier. Hab ihn. Ich würde gerne, ganz kurz, ich muss kurz einmal in die Options. Ich würde gerne die Musik leiser machen, aber generell den Sound vom Game lauter. Das kannst du machen. Ich glaube, da ist einer Palpatine. Und einer Phasma. Die Lautstärke ist gut, I think. Ich muss mal gucken. Kann sein, dass es ein OBS ist. Zu A, bei A ist niemand, bei A ist niemand. Bei A ist niemand? Wo? Also, okay. Nicht viele. Bei A, ich geh zu A, ja. Kommandeur des Widerstands im Einsatzgebiet. Identifizierung nicht möglich. Kommandeur des Widerstands im. Hast du gehört? Hast du die Nachricht auch bekommen? Ja, ja. Achso, okay. Gut. Ah, fuck, Alter, hier. Alan Farrow, Alter. Ist wieder ATSD, ich rasier den gerade weg. Ja, komm, ich stoß zu dir. Bin tot. Aber ich hab mir gut Schaden gemacht. Ich hab ihn ein Drittel Leben abgezogen. Mehr ein bisschen. Nice. Ich mach nochmal gleich die Taktik.
Jo, Alan Farrell, das ist ein richtig komischer hier, Alan Farrell in AT-ST. Ich nehme jetzt aber den, Ja gut, das ist eine zweite Phase abgeschlossen. ATS hier wieder. Auf ATS, auf ATS. Bam. Sehr, sehr nice. Da ist noch einer. Er ist auch tot. Ich bin gerade überfordert. Ich sehe keine Gegnerhilfe. Ich mache gerade ganz wilde Sachen. Ich habe ihn mal aus 100 Meter Entfernung gekillt einfach. Ich komme zu dir hochgelaufen. Jo, hallo, du bist Jetpacker. Den hole ich mir auch gleich. Auf der Map ist die eigentlich sau stark. Ja, den mag ich aber irgendwie nicht so, keine Ahnung. Ich liebe den. Sollen wir tauschen? Ich spiele dir. Ich bin rechts hinter dir. Ich bin rechts hinter dir. Ich bin das tot. Ich auch, aber ich hole noch ein paar Gegner auf jeden Fall. Ja, egal. Nice, dann spiele ich jetzt mal Sith Gegner. Rote Folie. Ich hole gerade so viele Gegner, ich habe gerade so viele Kills. Ich bin echt gut im Spiel. Ja. Moin. Oh, sieht man Kills? Ich habe 27 Kills nur, lol. Ja, die beiden haben aber 50 Kills. Aber ich hab in recht kurzer Zeit halt gemacht. So. Wie lange habe ich den Minigun eigentlich? Ist die zeitlich begrenzt oder wie ist das? Bis du den Cooldown weg hast, glaube ich. Im Captain Fass mal nice. Wir müssten gleich die nächste Stufe haben. Man kann mit dem Minigun echt gut snipen, muss man einfach mal sagen. Ja, teilweise schon, ja. Weil du schießt sehr, sehr zielgenau tatsächlich für den Minigun. Wie scheiße bin ich jetzt dran? Let's go! Ich bin vor dir. Moin. Eine letzte Position ist alles, was von ihrer armseligen Verteidigung übrig ist. Das ist gut. Jo, Sir, machen wir. Sind wir gute Truppler? Ich würde sagen, ja. Das ist Chewie. Hab ihn. Den Speed Booster kill. Ich sterbe, ich krieg ja voll verstanden irgendwie. Yo, ich mach grad ne übelst geile Kills. Ja, ich hab auch eine richtig heftige gehabt. Aber jetzt habe ich schon wieder eine heftige. Ja, ich bin tot. Schade. Ich habe in diesem Kampf 3000 Punkte. Ich sterbe wahrscheinlich. Ich schaue zu dir. Ich gehe in Deckung, ich gehe in Deckung. Ich habe Schild, okay, alles gut, ich gehe wieder rein. Schild ist ganz nice zum Regenerieren eigentlich. Ja. Am Minigun wieder und warte. Ja, ich pack aus, pack aus. Okay, ich bin mein Point. Ja, ich bin auch mein Point. Aushalten. Das wäre, das ein starkes. Ich sterbe. Ja, ich bin tot.
Ich bin auch dort. Sith Trooper. Kylo Ren, soll ich Kylo Ren spielen? Ich weiß nicht. Ja, schon. Nee, ich spiele Jetpacker, glaube ich. Jetpacker einfach weil ich. Macht aber nicht so viel Sinn in dieser Höhle, glaube ich, oder? Ich weiß, aber ich möchte jetzt einmal gespielt haben. Jo. Okay, wir sind bei den Kommandoposten. Das ist übergeil, ne? Was? Wo bin ich denn gestorben, hä? Oh, BB-8 hat irgendwas gemacht mit mir, der hat mich gehornet. Okay. Scheiße, das Ray. Ich nehm Sith Trooper lieber. Ich nehm Sith Trooper. Das Ray. Ich nehm mal Kylo Ren. Einfach nur. Oh, ja, genau. Kill sie an. Kill Ray dann mit. Ich kann die halt freezen mit der Fähigkeit. Die ist, ja, da kann ich die ganz gut weg aimen mir. Ja. Das Ray da. Ja, Ray ist direkt vor mir. Hilfe, hilf mir, hilf mir. Ich bin tot. Ich hab Ray. Sehr geil, sehr nice. Sehr geil, wahrscheinlich. Nein, Ray lebt noch, hey, was? Hä, hey, was? Jetzt hab ich Ray. Okay, sehr nice, ja. Der hat voll viele gerade. Scheiße, ich jetzt, nein, ich jetzt, ey, jetzt BB-8 schon mal, jetzt BB-8 schon wieder Hilfe. Alles drauf, der hat so viele Leben, ne? Ja, gut, ich geh ja mal wieder in den Kylo. Hab ihn. Hä? Ja. Ah, fuck, ich bin jetzt Kylo Ren. Ich muss in Deckung, ich hab zu viel Damage. Okay, ich lasse sie gerade besser als sonst mit Kylo Ren. Ich lasse sie auch gerade saugut. Also, mit dem Sith-Trooper kann ich übertrieben gut spielen. Ja, auch irgendwie, ne? Ich kann mit Kylo Ren irgendwie nicht spielen. Ich mag den so von den Fähigkeiten. Ja, same. Ich mag den auch, aber ich kann nicht gut mit ihm spielen. Ich glaube, ist ja ein bisschen schwieriger, den zu spielen. Ah ja, das ist gut. Ich mach den Angst. Nice! GG! Ich kann nicht schreiben, weil wir gegen Bots spielen. Aber trotzdem. Ja, ja. GG. Sind beides Frauen. Sie sind Zwillinge. Ja. Wieso bin ich schon wieder Vierter, hä? Jo, guck dir aber mal die Punkte von den beiden an. Halt. Also ich habe trotzdem sehr gut Punkte geholt, aber es fühlt sich nicht so viel an, weil die anderen halt viel mehr hatten. Soll ich suchen nochmal weiter? Nee, ja, soweit bis ich Flammenwerfer auf einer guten Map spielen kann für Flammenwerfer. Ja. Und dann spielen wir irgendwas anderes, was du willst.